Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Leider habe ich ein paar Tage dazwischen gehabt. Man darf ja auch nicht einmal was sprechen, ohne dass wieder einer dazwischen redet. Leider habe ich ein paar Tage dazwischen gehabt, wo ich nicht aufnehmen konnte, weshalb sich das Ganze ein bisschen verzögert hat, bis wir hier wieder was machen können. Aber ich hoffe, ich kann noch alles. Ich habe übrigens jetzt keine Kontrolle über meine Axt, fällt mir gerade auf. Ich kann ja gar nichts drücken. Das ist seltsam. Es tut mir wirklich leid, aber auch bei uns war natürlich Ostern und entsprechend hatte ich leider nicht die Möglichkeit, zwischendurch was aufzunehmen. Deswegen, ja, eine ganz, ganz große Entschuldigung von mir an dieser Stelle. Und jetzt geht's natürlich wie gewohnt wieder regelmäßig weiter. Übrigens, es wird auch demnächst noch ein Early Access bei mir geben, was am 26. startet und ja, worauf ihr euch alle freuen dürft. Mehr darf ich jetzt allerdings noch nicht verraten. Ist das nicht unser Haus? Das ist also quasi ein Traum hier, oder was? Eine Traumebene. Ich kenne ihn nicht und er kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Atreyu? Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du! Okay. Muss ich jetzt hier ins Wasser reinlaufen? Ich meine, dann gehe ich kaputt, oder nicht? Ja, okay, ich komme auch gar nicht da rein. Aber ich komme doch von hier. Etwas verwirrend. Oh. Hallo, Fische. Das verwirrt mich jetzt gerade noch mehr. Aber das erinnert mich ein bisschen an dieses Aquahaus von Teso. Hier ist wieder was, was ich nicht lesen aber kann wahrscheinlich. Aber ich meine das nicht so. Ah, nee, ich habe ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Okay. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht... Bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Kleiner? Hallo? Ich kann leider auch nichts machen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, über irgendwelche sehr morsch aussehenden Brücken zu laufen. In irgendwelche Traumwelten, aber machen wir einfach mal. Fey. Halt! Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun! Du warst gefangen! Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück! Also zog ich dich raus! Junge! Ich war nur einen Moment... Fort. Nein! Du warst sehr, sehr lange fort! Ich wusste nicht weiter! Du hast mich verlassen! Mal wieder! Bin ich dir egal? Ich... Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Ja. Sieh nur, ja. Der Ausgang. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Junge, dein Bogen. Halt ihn hoch. Lichtpfeile. Sie haben Lichtpfeile erhalten. Schießen Sie sie auf Lichtkristalle, um diesen Alfhelm Licht zu verleihen. Alfhelm? Alfheim, oh Gott. Okay, Sie haben Licht... ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. 3 Stück anscheinend.
jeweils oder so? Keine Ahnung. Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Bin ich das jetzt, ja? Ich sehe hier keinen... Kommt das erst, wenn ich ziele? Ja. Geklappt! Das war die falsche. Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm. Wieso habe ich keine Axt mehr? Da ist das Schild. Ich habe keine Axt mehr. Wieso? Okay, gut. Der hat sich das ernsthaft gemerkt vom letzten Kampf. Ich dachte, das wird dann resettet. Ja. Das sehe ich auch. Kleiner. Kommst du auch mal? Du sollst ja nicht rumstehen. So. Können wir hier runterspringen einfach? Haben wir noch irgendwas, was wir anschießen können? Da unten ist was Blaues, aber da kann ich ihn nicht hinschießen lassen, ne? Ah doch, kann ich doch. Aber ist zu weit weg. Oh, ich falle da bestimmt gleich runter. Moment, kann ich das von hier aus? Komm mal her, guck mal. Kriegst du das von hier aus anvisiert? Das ist zu weit weg, ne? Und da? Moment. Ja, da freut man sich darauf, dass man endlich wieder weiterspielen kann. Und dann kann er da? Doch, da kann er anvisieren. Die Frage ist... Mein Pfeil kann das ganze Zeug nicht durchdringen. Und das war auf jeden Fall nicht... Immer noch unmöglich. Ich schieße weiter, aber ja, es wird ja nicht klappen, wenn du ihn nicht von diesem Zeug befreist. Atreus. Ist ja okay. Ich meine ja nur. Die Frage ist nur, von wo und wie muss ich treffen? Aber ich kann nicht so wirklich... Ich kann nicht so wirklich treffen, dass mir das jetzt hier irgendwas bringt. Kann ich es vielleicht von der anderen Seite aus? Mal gucken. Weil hier ist ja noch so ein Vorsprung. Oh, da komme ich gar nicht durch. Moment. Jetzt müssen wir mal... Hä? Ist das wie immer noch zu weit weg, oder was? Kann doch nicht sein. Was ist denn hier unten? Kannst du nicht da einfach hinziehen? Okay, da unten geht's auf jeden Fall. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Ich will hier runter. Da unten ist eine Brücke. Das sind aber anscheinend... Das ist irgendwie kaputt oder so. Ja, aber wieso kann ich jetzt hier nicht... das Ding kaputt machen? Stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch? Habe ich jetzt einfach zu lange nicht mehr gespielt? Das kann natürlich auch sein. Aber der macht ja wirklich so gar keinen Schaden irgendwie. Hier oben kann ich auch nichts machen, ne? Normalerweise müsste ich doch da jetzt richtig durchhämmern und dann... Ich kann auch nur oben das Stückchen anvisieren. Was anderes kann ich hier nicht anvisieren. Das verwirrt mich jetzt in der Tat. Aber das hatten wir ja schon mal. Ich meine, das war dann irgendwie so eine minimale Einstellungssache. Und danach ging es dann. Das hat er jetzt anscheinend irgendwie angenommen. Keine Ahnung. Ich würde das jetzt ungerne jetzt schon... Was? Ich würde das jetzt ungerne jetzt schon cutten. Weil ich 20.000 Versuche brauche. Also es muss anscheinend wirklich von hinten gemacht werden. Von hier aus ist die Axt schon viel früher wieder weg. Ich meine, ich bin ja sehr ausdauernd, was das betrifft, ne? Ich kann da jetzt 100 Mal drauf schießen. Das ist natürlich für euch ziemlich langweilig, wenn ich das 100 Mal mache. Für mich auch, nebenbei bemerkt. Aber ich bin halt, wie gesagt, sehr ausdauernd, was das betrifft. Es ist nur irgendwie halt sehr unlogisch, dass das jetzt von da aus so nicht funktioniert. Oh Moment, wo kann ich hinziehen? Da
Kann ich scheinbar irgendwie was kaputt machen oder so? Keine Ahnung. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als wirklich nochmal 100 Mal da drauf zu hauen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich die ganzen 100 Male tatsächlich draufhauen muss. Ich gucke hier hinten nochmal, aber da sind wir ja eigentlich quasi hergekommen, ne? Hier ist auch alles jetzt kaputt. Da oben ist noch was Blaues. Da kann ich aber, denke ich mal, nicht drauf zielen. Das können wir mal eben... Nee, da können wir nicht drauf zielen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich gleich cutten sollte. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen ausdauernder drauf werfen und einfach mal gucken, was passiert, beziehungsweise ob mir das jetzt irgendwie weiterhilft. Naja, also ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie oft ich da jetzt draufgehauen habe. Aber es klappt einfach nicht. Vielleicht können wir ja doch irgendwo... Ich verstehe es nicht. Da können wir nicht runter. Hier ist ja alles blockiert. Och, Leute, blockiert mich hier doch nicht. Mann. Kann er vielleicht hier noch irgendwo drauf schießen oder so? Na, sieht nicht so aus. Wo ist mein Sohn denn jetzt wieder? Achso, da ist er. Ich verstehe auch nicht, warum man hier nicht runter kann. Ich meine, einfach mal hier runterspringen oder so, das würde mir ja schon reichen. Da irgendwie runterspringen, keine Ahnung. Nein! Hä? Nein, oder? Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Ja, diesen dämlichen Lichtkristall habe ich auch schon gesehen. Hier war der noch. War der nicht hier vorne? Da kann man den reintun. Aber ich meine, hinten war doch auch noch was, oder? Die Frage ist jetzt, wo muss ich jetzt tatsächlich hin? Also der ist vermutlich, um den da hinten zu verbinden. Und wo führt der uns? Moment, da oben ist eine Chest. Ich hoffe, ich kann den auch wieder rausnehmen. Na? Nein, nein, nein. Ja, das ist jetzt schön, dass ich weiß, dass ich den rausnehmen kann. Aber das war jetzt eigentlich nicht Sinn und Zweck. Okay. Komme ich hier denn wieder hoch? Anscheinend nicht. Nein! Ach ja, ist ja gut. Achso, falsche Taste. Ich weiß nicht, warum das hier genau falsch rumliegt. So, Moment, hier ist das, ne? Kann ich die so öffnen? Ja. Okay, perfekt. Endlich wieder eine Truhe. Ein seltener Zauber. Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass hier hinten jetzt nichts ist, wo wir jetzt irgendwie hin müssen. Okay, dann haben wir zumindest schon mal eine Sache. Gut, ich dachte ehrlich gesagt schon, dass ich jetzt ewig hier hängen müsste, nachdem ich da wirklich, keine Ahnung wie viel, also wirklich gefühlt 100 Mal drauf gehauen habe jetzt. Aber, ja, wahrscheinlich faktisch, in Anführungszeichen, nur 40, 50 Mal, keine Ahnung. Oder ob ich das jetzt von hier unten... Ach nein. Ja, geil, von hier unten kann man jetzt sehen. Hm. Ernsthaft? Aber das geht wieder... Ach so. Moment, das sind drei. Kleiner, kannst du mal versuchen... eine Verbindung herzustellen. Nee, anscheinend nicht. Wahrscheinlich geht es hier drüber, oder? Okay, da. Nach da oben. Ah, Moment. Hier komme ich auch hoch. Ah, das ist gut zu wissen. Hatte ich jetzt aber gerade gesehen, bevor du hochgesprungen bist. Wollte ich nur mal erwähnt haben. So. Okay.
Was? Da ist schon wieder einer. Womit weiche ich denn? Damit weiche ich aus. Okay. Ja, hat ja super geklappt mit dem Ausweichen. Oh. Wo sind die hin? Hat der die jetzt kaputt gemacht? Boah. Ist hier noch irgendwas? Bevor ich da jetzt versuche rüberzugehen. Sieht nicht so aus, ne? Okay, Moment. Kleiner, du musst da mal kurz die Verbindung machen. Dann können wir auf die Seite. Die Frage ist jetzt nur, ob uns das jetzt was bringt. Oh, ich hasse es, wenn ich meine Gegner nicht sehen kann. Ja, super am Ausweichen, ehrlich. Ist der tot? Normalerweise ja, ne? Kleiner? Hallo? Steht der faule Sack da hinten rum? Ich glaube das nicht. Okay, ich glaube, wir können eventuell von unten durchschießen. Hoffe ich. So. Zack. Ja, perfekt. Endlich. Jetzt kann ich den Kristall zum Leuchten bringen. Ja, dann mach. Machen wir uns auf den Weg zurück nach oben. Okay. wie komme ich da jetzt wieder hin? Moment. Müssen wir quasi jetzt die ganze Strecke hinten. Nee, wir sind hier rüber gekommen, ne? Müssen wir dann wieder zurück und dann können wir von dem Ausgangspunkt aus, wenn ich das richtig gesehen habe, wieder auf die andere Seite gehen. Kommt der auch mit irgendwie? Ist das immer ein schlechtes Zeichen, wenn er nicht mitkommt? Moment, hä? Wo ist denn... Ach so, ja, ich bin ja hier runtergesprungen aus Versehen, genau. Okay, perfekt. Das ist nicht so perfekt. Hui. Hey, ich kann aber auch nichts sehen hier. Er hat nicht so viel Kraft auszuweichen, ich merke das schon. In dem Moment, wo ich ausweiche, kriege ich den größten Schaden. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam gemacht. So, ihr könnt mich mal. Haben wir es jetzt? Mann, 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 Mann. Verbessern Sie Lichtfallfähigkeit mit XP. Ja, toll. So, jetzt gehen wir erstmal hier rum. Oh. Was war das denn schon wieder? Hier geht's auch nicht weiter. Oh, komm. Hier ist eine Truhe. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Wieso schildert der sich nicht? Jetzt auf einmal kann er es, oder was?
Ist er noch da? Blöd, Mann. Abgesehen davon, dass ich jetzt nach so langer Zeit überhaupt gar keine Kampferfahrung mehr habe, weiß ich doch gar nicht mehr, welche Tasten ich drücken muss. Leichter Runenangriff. Okay. So. Ach, guck mal. Da oben hast du auch noch was. Oder auch nicht. Ah. Okay. Dann machen wir es so. So, nu? Bringt der jetzt irgendwas? Ich weiß es nicht. Probieren wir mal. Ah, komm mal her. Junge. Ja, erzähl mir bloß nicht, was du da gerade gelesen hast. Kein Thema. Okay. Bin ja schon froh, dass wir überhaupt weiterkommen. Oh, sieh nur. Die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? So, Moment. Hier sehe ich was. Kommen wir denn da? Moment, da oben ist eine Rune. Ach, das ist wieder so ein Scheiß mit den drei Runen. Och, nee. Oh, nee. Was bedeutet das? Samen. Präg dir die Form ein. Ja, ich weiß. Komme ich denn überhaupt darüber? Das heißt, ich muss irgendwie von oben gucken, dass ich da... Ich kann ihn ja jetzt schlecht so runterziehen, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass ich... Ach, Moment, hier hinten geht es ja auch noch weiter. Gehen wir jetzt endlich. Ah, komme ich da nach links? Ah. Okay. Dann komme ich immer noch nicht weiter, weil ich erstmal hier durch muss. Das ist doof. Wieso komme ich hier nicht hoch? Oh, Mist. Das ist aber viel zu weit links. Ich muss von hier aus eigentlich. Das heißt, ich muss erstmal tatsächlich da hochkommen. Ja, aber das kann er ja nicht machen. Ist denn hier irgendwas? Irgendwo? Ich höre auch so komische Buschdinger. Ach, ernsthaft, willst du mich veräppeln? Und wo gehen die jetzt hin? Ich würde ehrlich gesagt gerne das hier gemacht haben, bevor ich jetzt einen Cut mache. Ich würde das nämlich gerne geschafft haben und dann einen Cut machen, bevor ich durch die Tür gehe. Wenn das jetzt natürlich so lange dauert, bis ich überhaupt herausfinde, was das sein könnte. Da hinten ist eine Rune. Die habe ich gerade gesehen. Hat die jetzt irgendwas geöffnet oder so? Ich meine, das ist für die Truhe, das ist mir schon klar. Aber das klang jetzt irgendwie so, als ob die was geöffnet hätte. Wahrscheinlich war es tatsächlich nur die Truhe. Kann natürlich sein, dass wir erst die Runen machen müssen, um dann weiterzukommen. Sind da noch mehr hier oben? Nee, ne?
Also hier ist keine. Naja. Sehe ich nur diese C-Rune. Wenn ich jetzt von hier aus gucke, sehe ich auch nicht mehr. Weiß nicht. Hört sich immer so an, als ob hier irgendwas geöffnet wird, aber... Wir stehen jetzt schon eine Weile hier. Ja, halt doch mal einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Oh, der Kleine ist echt grauenhaft. Nee, also ich sehe jetzt hier tatsächlich gerade nichts, was sich jetzt so öffnet. Ich möchte euch jetzt aber auch nicht zwangsläufig die ganze Zeit jetzt hier warten lassen, bis ich irgendwas finde. Ich würde sagen, ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um, probiere das auch noch ein paar Mal, ob ich vielleicht doch irgendwas sehe, dass sich da irgendwas öffnet. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Mist hier mit dem, dass das schnell gehen muss oder so. Ja, und entweder sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn ich was herausgefunden habe, oder... Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich total verzweifelt bin. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall sage ich erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Wir stehen jetzt schon eine Weile hier.